Mit der TSG Hoffenheim wartete der Tabellenzweite auf Gerd Kleppinger, der nach 18 Profijahren 1993 hier in Darmstadt auch seine erste Trainerstation bei der B-Jugend einlegte. Seine Linien traditionell in Blau und Weiß, klare Außenseiter im Duell Tradition gegen hochprofessionelle Aufstiegsambitionen. Nach 6 Minuten erster Freistoß für Darmstadt. Getreten durch Stefan Leitl und auch gleich erste Gefahr für Hoffenheims Torhüter Daniel Haas, trotz seiner 1,87 fast schon ein Tick zu kurz für diesen langen Ball von Leitl. Der ist seit Wochen Darmstadts bester Bundesliga-Erfahren in Nürnberg und Unterhaching und mit einer Lehrzeit bei den Bayern. Hoffenheim, die Mannschaft aus dem kleinen Ort bei Heidelberg, technisch versiert, aber ohne große Ideen. Kreativkraft Saliovic aus fast 40 Metern hoffte auf die Mithilfe der tiefstehenden Sonne, aber außer Keeper Bastian Becker landete nichts Zählbares im gegnerischen Kasten. Darmstadt setzte dagegen auf Kampf und Engagement. Wieder Leitl. Mit der Flanke für Beigang. Alle Segel vorbei, auch Daniel Haas. Nach 29 Minuten steht es 1:0, das sechste Saisontor von Mittelfeldspieler Stefan Leitl. Wieder fehlen Haas ein paar Zentimeter, aber der Vorwurf geht auch an die Vorderleute, die weder zum Mann noch zum Ball gehen. Hoffenheim erhöht nun das Tempo, wird gefährlicher. Mit Copado. Keller und Bittnagel, aber überzeugend war das nicht, was dieser top organisierte Club auf dem Rasen zusammenbrachte. Das Team von Ralf Rangnick zur Pause im Rückstand, Rangnick übrigens in der Saison 2004-2005, Arbeitskollege von Kleppinger, Rangnick Trainer der Profis, Kleppinger der der Amateure von Schalke 04. Rein in die zweite Halbzeit, die von Darmstadts großem kämpferischen Einsatz geprägt war und von Hoffenheimer Chancen. Wie dieser für Francisco Copado. Mit 43 Bundesliga und 128 Zweitliga-Einsätzen einer der erfahrensten auf dem Platz. Die Gastgeber gerieten nun bei Sommertemperaturen an ihre konditionellen Grenzen, aber es gab Möglichkeiten im Konter. Wie diese für Leitl. Göttliche hatte sich verschätzt und Leitl vergibt. Kein Foul, aber jede Menge Emotionen in dieser Schlussphase. Die 83. Minute. Dragan Paljic, zuvor eingewechselt, fällt im Strafraum, das war deutlich zu sehen, aber war es auch ein Foul von Adjel? Klare Antwort, ja. Das Elfmeter-Duell Sead Saliovic gegen Bastian Becker. Und er hält großartig. Becker legt sich früh fest auf seine rechte Seite. Und Saliovic, der gegen den Willen von Trainer Rangnick schießt, vergibt. Die letzte Minute, Christian Remmers, auch er erst kurz zuvor ins Spiel gekommen. Dann Nico Beigang. Und links völlig frei, Stefan Leitl, der an jeder guten Darmstädter Aktion beteiligt war. So auch an dieser. Er macht in der 90. Minute das 2:0. Der Jubel des zweifachen Torschützen und der Jubel des Darmstädter Urgesteins Gerd Kleppinger am Spielfeldrand. Drei wichtige Punkte für die Lilien, aber der Abstiegskampf geht weiter.